Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar gibt es heute wieder eine Demo, eine Horror-Demo. Und zwar die Demo von Blood Crossroads. Das ist ein Vorab-Playtest, also noch nicht so die richtige Demo, wo ich mich für angemeldet habe und habe netterweise einen Zugang bekommen. Und zwar hatte ich zuerst auch gar nicht gesehen, aber das sind die gleichen Entwickler, also Serafini Productions, die unter anderem auch an Follow und Unfollow arbeiten. Sehr cool. Ich bin gespannt. Follow und Unfollow war gar nicht mal so uncool. Hat mir echt ganz gut gefallen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Blood Crossroad ist. Und zwar geht es bei Blood Crossroad um ein First-Person-Story über William, der sich mit seiner Alkoholsucht auseinandersetzen muss. Und genau, dabei wird er von einer mysteriösen Gestalt aus einer japanischen Folklore verfolgt. Ich bin sehr gespannt. Deswegen würde ich sagen, wir starten die Demo und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, und da startet das Spiel auch schon. Wir sind William. Offensichtlich geht's uns nicht gut und wir müssen ins Badezimmer. Ich glaube, wir haben ganz schön einen Sitzen, ne? Bloß keine schnellen Bewegungen. Sag mal, wo ist denn das Bad? Ich müsste mal ins Bad. Holy moly. Toilette. Unten? Na dann. Sieht eher aus, als wenn wir in den Keller gehen würden. Schöne Sauerei hier. Gleichzeitig Abstellraum. Seht ihr das? Das ist die einzige Toilette, wo es irgendwie hell drin ist, ne? Die anderen sind dunkel. Hier kommen wir auch nicht rein. Lass mich raten, dann ist das die wahrscheinlich, wo wir da reinkommen, ne? Natürlich. Fängt ja gut an. Haben wir ein Kreuz gekotzt? Wir sehen einfach nur doppelt und dreifach, ne? Ah, natürlich kommen wir nicht raus. Etwas blockiert die Tür. Wie sieht denn die Decke auch aus? Entschuldigung, ich habe mich auf dem Klo eingesperrt. Hallo? Kommt was? Is there anybody in there? Ist da jemand? Nur vor der Tür stehen geblieben. Hallo? Das ist so klar. Was zur? Stell dir mal vor, du hast voll einen Sitzen.
Dir ist kotze übel, du musst dich übergeben und dann schiebst du hier so einen Film. Ah! Gott! Das wäre das letzte Mal gewesen, dass ich was getrunken hätte. Ich wusste es. Aua! Nein! Nicht! Bitte! Nein! Was zum... Ein Albtraum? Ich habe viel zu viel getrunken. Okay. Fängt echt geil an. Also das war echt nicht schlecht. Kann ich denn auch jetzt mit dir reden? Er ist doch auch eingeschlafen, oder? Er sitzt doch da und pennt. Ich geh jetzt aber nicht nochmal aufs Klo. Ich geh jetzt nach Hause. Weitergehen. My therapy session is today at 9 Elm Street. In der Elm Street. I better hurry, I don't want to be late. Meine Therapiesitzung ist heute um 9 in der Elm Street. Ich sollte mich beeilen, damit ich nicht zu spät komme. In der Elm Street. Na, so neblig wie es hier ist, würde ich auch vermuten, dass Freddy vielleicht kommt. Wäre auch witzig. Hi, hi, Freddy, komm vorbei. Das heißt, wir gehen jetzt stockbesoffen zur Therapiesitzung. Können wir rennen? Oh, wir können rennen. Dip, 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 dip. Mülleimer bis oben hin voll. Wir denn hier so auf der anderen Seite? Guck mal, hier können wir gar nicht hin. Doch, hier. Teilweise abgesperrt. Antenne. Gucken uns mal ein bisschen hier um, ne? Was wir hier so haben. Die Willow Street. Gesperrt. Die Musik ist nicht sehr angenehm. Nicht in das Auto. Und hier hinten ist auch abgesperrt. Okay. Quant ein bisschen. Ich bin ein Fahrrad. Ring, ring. Immer noch Willow Street. Oh Gott. Entschuldigung. Was kommt davon? Das kommt davon, wenn man versucht, mich zu überfahren. Ich wollte gerade noch sagen, so, wir laufen ja einfach durch die Baustelle. Oh.
Komme ich auf jeden Fall zu spät zur Therapiesitzung. Was? Da drin ist niemand. War vielleicht nicht angeschnallt. Ist rausgefallen. Okay. Kein Parken. Das sieht schon geil aus. Das Radio läuft. Oh. Da hinten ist irgendwie ein Licht oder so. Ich schaue aber gerade noch, wo das Auto hergekommen ist. Was hier gibt. Do not enter. Oh, hat anscheinend gerade kurz geladen. Da ist aber auch. Ist das das gleiche Licht? Ah, ich hasse mehrere Wege. Ich will alles sehen. Ich will nur gerade mal gucken. Okay, schade. Ich hatte gerade mal in den Einstellungen geguckt, ob man irgendwie das Headbobbing ein bisschen ausmachen kann, aber leider ist das nicht möglich. Also wackeln wir ein bisschen durch die Gegend heute. Ob ich hier noch irgendwie weiterkomme? Ach, das ist so ein Strahler. Okay, wir kommen hier aber auch nicht weiter. Okay, gut. Da müssen wir doch nach rechts. Ich gehe mal ein bisschen, ist zwar langsamer, aber dann ist nicht so das Kopfgewackele so schlimm. Mystic Hand. Da können wir was mitmachen. Ah, wir können es uns so angucken. Okay. Ja, ihr glaubt doch nicht, dass ich jetzt durch diesen Tunnel laufe. Da wird doch bestimmt nichts passieren. Ja. Oh. Nicht gruselig hier draußen. Ah, come on. Hier geht's nicht weiter. Really? Ich war gerade so auf dieses Bild fixiert. Holy moly. Oh, wir sind in der M Street. Mystic Hand, das ist der Flyer, den wir gesehen haben vorne. Wait, where's my therapist's office? Wo ist die Praxis meines Therapeuten? War die eigentlich mal hier? Die mystische Hand. Aber das Poster finde ich cool. Geh mal rein.
anyone home? Hey, ist jemand zu Hause? Wo zum Teufel sind die Besitzer? Hallo? Play Football. Wie witzig. Im Moment sieht es ein bisschen aus wie ein antikes Geschäft, ne? Viel Spielraum für Jumpscares. Das Telefon, Schreibmaschine. Hier drin ruckelt es aber auch leicht. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder. Achso, das war nur eine Reflexion. Was haben wir getan? Das Bild ist hübsch. Hier hinten geht's noch weiter. Haben wir das gerade damit aufgemacht vielleicht? Ruhe. Okay. Hallo? Ich glaube, wir haben Vollmond. Das ist aber sehr, sehr hell. Na du? Es ist sehr labyrinthisch. Ja, natürlich. Ew. Ja, interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet hier. Hallo? Sind Sie die mystische Hand? Das ist ja nice. Hello? Come in, have a seat. Do you want a reading? I guess I must be at the wrong place. I was looking for my therapist's office and... You're at the right place. I think you know that. What's your name? William. It'll get better, William. Please, have a seat. I see. Yes, I feel you. How did you survive all this time? What are you talking about? Don't pretend. You can still. I don't believe in these things. You know you don't have a choice. Count your blessings. Embrace the steps you've been taking to improve. Fuck off with this. You'll be back. I know you will. Okay. Ja, sie
ist aber noch da. Können wir uns hier noch umsehen? Ne. Können nicht nach links oder rechts gehen. Warum haben wir hier jetzt Luftzug? Ein witziger Witz gewesen sein. Wir gehen mal. Ich weiß nicht, ob wir das unserem Therapeuten erzählen sollten. Genug. Ich möchte nach Hause gehen. Wieso finden wir jetzt eine Taschenlampe? Das Licht ist ein wenig spärlich, ja. Okay, ich muss sagen, ich hätte es cool gefunden, wenn wir uns jetzt umdrehen und die Tür ist einfach. Hätte ich schon ein bisschen gefeiert. Ich hoffe, der Ravenwood Drive ist noch da, wo ich ihn heute Morgen verlassen habe. Das heißt, ich muss jetzt zurückgehen, oder was? Ist Ende der Straße. Hat so ein bisschen Silent Hill-Feeling hier gerade. Ob ich hier sein sollte? Auf jeden Fall nicht da rein. Na toll. Ach, aber man kommt hier. Nein, schade. Na gut, dann müssen wir hier wieder zurück. Hier ist nix. Ach, wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich mich da festgebackt hätte. Okay, Way Home. Das stand da gerade noch nicht. Man hat die ganze Zeit so ein bisschen dieses Gefühl, man wird beobachtet. Also ich zumindest. Dass wir unendlich Batterie haben. Way home. Danke. What? Cool, man kann da echt reingucken. Das ist ja nice. Warte mal. Ach, hier ist jetzt dicht. Der King? Also König? Das ist ja interessant. Also hier ist jetzt zu.
Das ist kein verdammter Albtraum, ich muss rennen! Ich weiß nur nicht wohin! Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrennen muss. Ich gehe doch besser wieder zurück in die Bar. Da war sie. Ich sehe nichts. Wie sind das denn jetzt? Die Strahler, die uns das zeigen. Oh, sind wir erschöpft? Way home! Running! Wohnen wir hier? Wohnen wir hier? Wo wohnen wir? Wo muss ich hin? Ich will doch nur nach Hause. Ah! Entschuldigung! Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Way home. Jetzt ist es rot. Okay. Aber zwischendurch hört er auf zu rennen. Ich glaube, dann sind wir erschöpft. Zu Hause, Gott sei Dank. Boah. Holy moly. Der möchte ich aber auch nicht nachts auf der Straße begegnen. Es kann auch dieses Mal kein Albtraum gewesen sein. Oder was, wenn... Was ist, wenn ich meinen Verstand verliere? Was passiert mit mir? Nette Wohnung. Oh, oh, wir können Licht ausmachen. Okay. Erstmal was zocken, ne? Das beruhigt. Mein Hut. Ein eleganter grauer Hut. Die Wohnung finde ich cool. Wir hier das Schlafzimmer, hier ist das Klo. Kein Spiegelbild. Ach, und hier sind wir reingekommen. Ach, der hat hier. Ah, hier ist dann direkt das Wohnzimmer und Esszimmer und dann hat man hier aber so einen kleinen Flur noch. Warum klebt da ein Shrimp-Sushi an der Wand? Das wirkt hier in der Wohnung irgendwie völlig deplatziert. Aber nun, naja, warum nicht? War das da gerade auch schon so hell? Da ist auch schon wieder Wind. Nee, ich geh ins Bett. Lass mich in Ruhe. Ich muss meinen Rausch... Survival! Protect! Nice. Oh, ein kleines Stofftierchen. Die Einrichtung ist schon cool.
schmeißt denn hier meine Pflanzen durch die Gegend? Du kannst mich doch. Hör auf, so einen scheiß Samara-Kack abzuziehen! Ach, das jetzt auch zu? Ist abgeschlossen? Okay, wir kommen noch nicht mehr rein. Boah, so ein Schemen hinter den Vorhängen wäre auch. Wir haben ein Geschenk bekommen. Oh. Das ist die tote Ratte. Gar nicht ungemütlich hier drin. Fühlt man sich doch richtig wohl zu Hause, oder? Oh. Ew. Aber eklig lang ging. Schon wieder? Wir sind wieder in der Bar? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Warum passiert mir das? Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet am Ende. Das war auch schon die Demo. Oder Playtest ist es. Ja, krass. Hat auf jeden Fall echt Potenzial, wie ich finde. Also, es war von der Stimmung her echt ein bisschen unangenehm und ganz am Ende, vor allen Dingen jetzt in der Wohnung, fand ich es echt unangenehm, weil du halt nicht weißt, was passiert. Und ich hätte gerade echt nicht damit gerechnet, dass wir wieder in der blöden Bar wach werden. Krass. Ja, ich finde, es hat echt Potenzial. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich pack's mir mal auf die Wunschliste. Es gibt noch kein Release-Datum bisher, aber ich werde es vielleicht mal im Auge behalten. Dann danke ich euch fürs Dabeisein heute und wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne was in die Kommentare, wie ihr es fandet, was ihr gut fandet, wie ihr das Spiel so findet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann sehen wir uns mit Sicherheit hoffentlich bald bei irgendeiner anderen Demo wieder oder einem anderen Game. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis dann!